Ja, bitte, ich habe ein Geschenk für dich. Warte gleich. Ich will jetzt keine Dann komischen guck, Geschenke haben. komm her, ich habe was für dich gebaut. Ja, ich Guck freue mich hier. schon. Miri hat wieder irgendwas Spannendes gefunden. Guck hier, ich habe was für dich. Wo bist du denn? Was? Auf der Mauer, auf der Weißt Lauer. du deinen Koks hinter die Mauer? Hallo zusammen, willkommen zu einer nächsten Folge von Crash Landing mit Miri, der Hallo? Mörderin, beinahe Die Mörderin. Mörderin. Conny. Du Ich hab folgst dich mich? so gern. Ja, zum Töten gern hast du mich, ich merke das schon. Ja. Ja. Irgendwie produziert unsere Maschine hier nicht genug Mob-Essenz. Aber gut, können wir nicht ändern. Was kann ich denn aus der Seewaage so machen? Irgendwas muss man doch daraus machen können. Da wollte ich mal gerade Bitte geguckt keine haben. Suppe. Suppe. Sea Was aus Veggie. allem Suppe? Ja, warum denn nicht? Ich glaube, dass die ja auch da die ohne Strom produzieren. Seewaage. Seewaage FTB. So, was kann ich denn daraus produzieren? Can be pumped in a composter to produce industrial fertilizer. Ach so. Hört sich gut an. Ja, das heißt, ich kann also natürliche, biologische Pflanzendüngmittelzeugs bauen, aber lohnt sich nicht. Dafür brauchen wir zu wenig Essen. Sludge, ja, ich würde gerne Sludge machen, aber solange hier die. Können wir das parallel betreiben? Können wir das einfach parallel dazu betreiben? Immer den. Dann lass mich mal überlegen. So, wir setzen diese Maschine einfach. Hier vorne hin. Nein, ihr Hunis, tut mir leid. Ich habe den doch nur falsch rum hingesetzt. Sind die Hunis da unten verreckt? Pech. Was? Du hast Hühner getötet? Weißt, ich könnte einfach unseren Tierbestand einmal abschlachten lassen, dann hätten wir auch genug. Wäre Was das willst du gut? machen? Unser Alle Tiere. Das ist eine Tierbestand super Idee. töten. Nicht cool? Bist du immer so intelligent? Wozu brauchen wir die denn noch? Zum Essen? Ach, Essen wird überbewertet. Wo finden wir denn den Breeder Harvester? Harvester wollte ich haben und Planter steht da noch. Wie mache ich den So. Hamburger nochmal? Hot Dogs kann ich machen. Oh, jetzt habe ich Hunger. Jetzt Bist habe ein ich Hunger. Hotdog? Ja, aber in echt, bitte. Nee. Wie ne? Das kann ich dir nicht machen. Warum nicht? Komm vorbei, dann kriegst du einen. Boah, stimmt gar nicht. Doch. Komm vorbei. Wer will nicht? Ja, dann bis Hä? in 5 Stunden. Ja, okay, wir pausieren die Tschüss. Aufnahme bis in 5 Stunden dann. Oh Mann. Leider habt ihr keine Zuschauer mehr. Hä, wieso? Das Video ging da nur 5 Stunden. Stellt euch mal nicht so an. Du nimmst 5 Stunden auf, wie du Auto fährst? Ja, natürlich, so wie Riol das immer macht. So, damit sollten wir das Sludge auch ganz schnell zusammenkriegen. Theatralisch zumindest. Das Huhn hier sitzt aber auch wirklich die ganze Zeit nur in der Ecke rum und legt Eier. Das läuft nie durchs Haus. Wo sind denn die ganzen Monster hin, Miri? Schon wieder alle weg? Vor 2 Folgen habe ich dir das gesagt. Ach ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, stimmt. Entschuldigung. Ich bin halt vergesslich. Oh, was? Basic Survival sind alle Quests fertig? Wir haben die Quest. Das war der letzte Creeper, nee, Quatsch, Creeper. Der letzte Enderman, den ich töten musste. Wir haben Raketenwerfer! Nein, Der scheiße. Creeper hat gezählt, wie Ich nicht. weiß nicht, vielleicht. Wir haben Raketenwerfer, ja, aber. Nicht auf mich schießen, bitte, mein Die Schatz. Raketenwerfer. Was soll ich mir denn nehmen? Nimm mal bitte die Machine Frame. Ich habe einen Raketenwerfer. Wie funktioniert der? Du hältst ihn irgendwo drauf und er nimmt irgendwo ein Target. Der macht und hat dann eins. Und dann kannst du rechte Maustaste drücken und schießen. Überleg Töte mal eins dir! von den Schweinen. Ja, viel, viel Erfolg. Ich weiß nicht, ob man die sind wahrscheinlich schweineteuer, die Raketen, oder? Tracking Self-Propelled Anti-Material Rocket. Schweineteuer. Jen, nimm du sie. Ich brauch's eh nicht. Ich mache eh nur Essen. Viel Spaß!
Die Dinger zu bauen ist voll mega. Den nächsten Ender-Creeper kannst du damit töten. Nein, ich tue sie lieber an die Seite. Nicht, dass nur aus Versehen hier irgendwie... vielleicht zum Ende von dem Ganzen oder so. Kann man ja mal gucken, ob man das Ganze dann hier in den Luft. Dann kann ich dich damit töten? Nein, nämlich auch nicht, bitte. Ich weiß ja gar nicht, besteht eigentlich Interesse von euch daran, hier diese Map haben zu wollen? Ich weiß ja nicht, wie Es gibt Leute, die das gerne hätten. Ich jetzt persönlich nicht so, aber wer weiß. Nee, also ich finde die super schön. Ja, ich finde, wir haben uns viel Mühe gegeben. Ja. Schön gebaut alles. Ich schmeiß jetzt mal alles Salz, was ich hier so habe, erstmal in eine Tonne. Was? So, ein ganz scheiß Salz, ey. Aber ich brauche Salz. Ja? Dann stecke ich dir die ganzen 20 Stacks in deine Kiste. Was Hallo, ist Ferdis. Denn das? Ich wollte Salz. Was hast du gemacht? Was ist los? Warte, warte. Was hat Miri jetzt schon wieder entdeckt? Ja, bitte, ich habe ein Geschenk für dich. Warte gleich. Ich will jetzt keine Dann komischen Geschenke haben. Komm her, ich habe was für dich gebaut. Ja, ich freue mich schon. Miri hat wieder irgendwas Spannendes gefunden. Guck hier, ich habe was für dich. Was bist du denn? Was? Auf der Mauer, auf der Lauer. Weißt du deinen Koks hinter die Mauer? Nein, ich räume nur Komm auf. Her, ich habe ein Geschenk für dich. Was denn? Was ist denn das? Ich weiß nicht, man kann es aus Cobblestone und einem Apfel bauen. Alter, guck dir das mal an, wie dreht sich denn das? Das ist ja, das ist voll perplex, das kann man sich gar nicht angucken. Das habe ich aus einem Apfel und einem Cobblestone gebaut. Aber was macht das und was kann man damit machen? Nichts. Hat es auch nicht hinstellen. Viel Spaß, genauso cool wie ein Mauszeiger. Der Mauszeiger ist kein Mauszeiger, das ist eine Location Pointer, habe ich mir in den Kommentaren gelesen. Okay, da und was macht der? Ja, du hast so eine Item-Bomb-Rakete, die man irgendwo hinsetzen kann. Und du musst ja irgendwie den Zielpunkt bestimmen und das macht man damit. Ah. Ja, hat einer der lieben Zuschauer geschrieben. Oh, Cranberry Jelly Sandwich. Das springt voll viel. Jelly Time. Das brauchen wahrscheinlich nicht viele in der Herstellung, oder? Glaub nicht. Los, jetzt noch ein bisschen Pinky Slime für... Warum arbeitet die Maschine? Ach du, ich hab's vergessen. Ich hab das Upgrade vergessen. Ohne Upgrade läuft die Maschine ja nicht. So, wo ist es? Wo ist es? Da. Sonst reicht der Radius ja nicht. Ja, sie macht ein bisschen was, was halt gerade in der Nähe ist, aber... So, mit Radius-Upgrade funktioniert das alles besser. Wie viel haben wir denn jetzt? Jetzt gucken wir gerade mal, haben wir das Sludge-Zeug auch schon komplett? Ach, ist auch schon genug. Kann schon wieder aufhören. Aber wenn wir jetzt schon mal wieder dabei sind, Bäumchen zu pflanzen, kann er das einmal leer machen. Es fehlt halt nur noch... Ah, warte. Was passiert jetzt, wenn ich die Pferde auf den Bäumen spawnen lasse? Macht die Maschine das mit? Ja, scheint zu klappen. Wie? Hallo, Ferdi. Ja, der spawnt hier zwischen den ganzen blauen Bäumchen und so. Ist doch nett. Hey, Ferdi. Ferdi. Ferdi, unten bleiben. Ich wollte flüchten. Ja, geht gar nicht, sowas. Ferdi, alle da vorne vor. Da vorne vor. Los, ab mit euch zum Schlachter. Zur Schlachtmaschine. Ah, sehr schön, ja. Boah, diese Geräusche. Hast du zufällig einen Teppich dabei, damit wir hier irgendwie rauskommen? Hilfe. Ja, ich bin fertig. Ich bin rausgekommen. Ach ja, stimmt. Ich weiß auch, wie man rauskommt. Ferdis! Hä? Da unten sitzt ein sehr verstörtes Huhn und schaut die ganze Zeit hoch. Guck mal, da in der Leitung. Was passiert hier? Wo? Oh, da. Ja, ich habe vorhin einmal... Da war... Hey, nicht da oben drauf. Nicht da oben drauf, habe ich gesagt. Sterbt. Ah. Wie verhindern wir denn, dass diese blöden Viecher hier ausbrechen? Das ist ein Schwein, wo kommt das her? Könnt ihr mal bitte... Was war das? Aufhören, hier drüber zu klettern, ihr Dovis. So, jetzt kommt da dann immer raus. Haha. Hä? Natürlich kommen die hier noch raus. Ah ja, stimmt. Und hier? Ja, ist ja gut. Normalerweise sollte der Schlachter sie auch schnell genug töten. Warum arbeitet er denn nicht mehr?
Hey, du blöder Schlachtemaschine! Los mit dir! Hat keinen Strom? Wie, hat keinen Strom? Hat keinen Strom. Ach, ich Idiot. Hat keinen Strom. Gut gemacht. Ja, und ich habe keine Stromleitung mehr. Miri, pass mal auf die Pferde auf, dass sie nicht ausbrechen. Danke! Muss Essen machen, Pferde. Pferdi, wie bist du denn da hochgehüpft? Jetzt bleibt doch alle da drin. Du musst die mal eben schön zusammenhalten. Das geht nicht. Nur kurz. Du schaffst das. Ich glaub an dich, mein Schatz. Ich bin mir ganz sicher. Wir sind einfach zu viele. Du schaffst das, wirklich. Das geht nicht. Doch, doch. Go, go, Miri. Ich töte euch. Go, go. Warte, ich komme gleich. Ich komme, ich komme. Es ist eins ausgebrochen. Miri, was ist das denn? Was sind das viele? Warte. Ah! Warte, los, halt sie auf. Das geht nicht, ich verliere voll viel Essen. Halt sie auf. Tötet er endlich wieder? Ja, er tötet wieder. Wo ist denn mein Pokéball? Hä, wo ist mein Pokéball hin? Boah, sind das viele. Süß. Am besten ist das hier oben drauf. Wir müssten gleich auf jeden Fall schlafen gehen, damit die Nacht schneller vorbei ist. Damit wir nicht wieder stundenlang warten müssen, bis neue Mobs hier in der Mobfarm spawnen. Ihr blöden Pferde, wo ist mein Pokéball, wenn ich ihn brauche? Oh, guck mal, die drei haben da Spaß und hüpfen die ganze Zeit nur rum. Ja, wir haben überlebt, wir haben überlebt. Wir leben. Oh, ich lasse euch frei. Komm, ihr dürft gehen. War deins getötet? Ich habe meinen Pokéball verloren, Miri. Ach nein, ich bin ein Idiot. Mein Pokéball ist ja in der Maschine. Hier laufen überall wilde Pferde. Du hast das lila Schaf. Es ist frei. Oh nein, wir müssen schlafen gehen. Ich muss das wieder einsammeln. Weißt du, vor wie viel Folgen ich das befreit habe? Vor, ich glaube, am Anfang der letzten Aufnahmesession. Das heißt also 7 Folgen her. Ich habe gerade rausgeguckt, das blöde Schaf steht da draußen. Ich muss es wieder reinholen. Du hast es nach draußen gesetzt. Kannst du nach draußen? Ich will nicht. Nein, habe ich nicht. Ich hab's natürlich. Ich habe es einfach vor die scheiß Tür. Das hat ja auch in meinem Haus hier nichts verloren. In meinem Raumschiff. Ich habe es einfach vor das Raumschiff gestellt. Kannst im Video gucken. Das ist voll lange her schon. Komm, wir retten jetzt das Schaf. Nein, mach du mal. Viel Spaß. Doch, komm, ich zeig's dir. Ich zeig dir, wo du das arme Ding hingesetzt hast. Komm. Warum ich? Komm, sieh dir an, was du getan hast. Da ist ein Pferd ausgebrochen. Wo ist es denn? Siehst du, da hinten. Da ist es hin. Ich hole es jetzt zurück. Gut, ja, mach. Ist ausgebrochen. Weißt du, ich guck da gerade zu den ganzen Pferden, die da rumlaufen, ne? Und dann ist da einfach mein lila Schaf. Ja, du hättest mir auch nicht in die Wohnung stellen müssen. Nicht ausbrechen, einfach nur vor den Schlachter gehen, doofes Pferd. Hier sind ganz viele freilaufende Pferde. Alle ausgebüxt. Ah, oh, wir haben schon fast 6000 Pink Slime. Wow. Das muss doch schneller gehen. Wie viele brauchen wir? 10.000. Dann ist die Quest auch fertig. Aber während wir darauf warten, kann ich ja vielleicht schon mal... Was gibt's denn noch zu tun? Da ist alles fertig. Jetzt kann ich nur noch das Ding hier bauen. Kinetikkompressor. Guck mal, was ich gefunden habe. Hier ist ein Zombie. Den habe ich nicht mitgebracht. Ich habe nur das Schaf wieder mitgebracht. Ja, eigentlich schon. Na gut. Ich glaube, ich hätte es gemerkt, wenn ich ein Zombie... Wer weiß. Da steht ein Pferd auf dem Haus. Da draußen. Wie kommt das denn dahin? Ach, wir brauchen wieder auf sie. Wieso steht... Wie ist es aufs Haus hochkommen? Es steht auf dem Dach von dem Haus oben drauf. Super, wir haben tolle Tiere. Es ist da hochgeflogen. Das ist 4-5 hoch. Meinst du, das kam da... Ach so. Das hätte da gar nicht so einfach hochkommen können. Ich weiß nicht, wie es da hochgekommen ist. Guck doch mal. Ja, warte, ich komme sofort raus. Muss mal eben einen Eimer bauen. Dann können wir wieder mal keinen Eimer. Ich habe alle drei im Inventar. Guck da. Da oben drauf. Siehst du's? Hä? Okay.
Da muss es ja dann anscheinend irgendeine Möglichkeit geben. Ich habe das gesehen, Miri. Falls du glaubst, ich bin blind oder blöd oder beides. Nee, bin ich nicht. Oh Mist, ich hab getroffen. Da ist ein Enderman und auf ihm ein Warte. Da ist ein Gast und auf ihm sitzt ein Enderman. Der arme Enderman. Was ist los? Ich höre immer nur pfft, pfft und ich krieg Angst. Das ist der Enderman auf dem Gast. Davon fliegen. Der arme Enderman will. Ich habe ihn getroffen, aber er kann sich nicht zu mir teleportieren, weil er auf dem Gast sitzt. Schon kacke. Voll gemein. Haha, du doofer Enderman. Haha. Ist er mit ihm verklebt oder was? Einmal Sekundenkleber dran gemacht. So ja, ich weiß, ihr Lieben, ich habe wieder Wasser gemacht, obwohl ich es nicht hätte machen müssen, weil, ja, ich weiß, ich habe hier extra eine Quelle gemacht für. Hä? Ja, ja, ich war nur gerade mal wieder ein bisschen unfähig, mein Schatz. Alles gut. Sonst alles gut, wie immer halt, weißt du doch. Okay. Genau, ich mache immer Wasserquelle rein, Lava nehmen, Lava rein, Wasser nehmen, Wasser drüber schütten. Was hatte ich denn vor zu machen? Ah, ich weiß es wieder. Wasser wieder reintun, so. Und hört sich ja spannend an, was du da machst. Ja, ne, super. Und ich habe mein Netherwarzenbeet kaputt gemacht. So, wollen wir hier Cobblestone, mal wieder. Au! Das kann nur Miri gewesen sein. Nein. Was? Behaupte denn sowas? Ja, ja. Oh, hier sind ganz viele Spinnaugen. Ich kann deine Lieblingssuppe machen. Was ist denn meine Lieblingssuppe? Gebratene Miri. Ja, genau. Das ist deine Lieblingssuppe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, jetzt haben wir das. Jetzt, achso, ich wollte auf meinen Obsidian warten, genau. Komm, Obsidian, komm. Put, 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 put. Oder kommt's in die Kisten? Nein, nein. Nein, da. 4 und nochmal 4, komm. 8. So, das wurde gemacht mit Lead Ingot. Die müssen wir noch holen, die haben wir gerade nicht zur Hand. Aber ihr Lieben, ich würde sagen, für heute war es das mit der Folge. Falls euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben, dann guckt mal bei der bekloppten Miri vorbei. Und schaut beim nächsten Mal, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Haut rein, macht's gut, tschüss!